So stellt Velisa Semenovsky Athen vor 7,2 Millionen Jahren dar. Basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Nur die beiden Affen im Vordergrund sind der Fantasie des Künstlers entsprungen. El Greco, der Grieche, wird der älteste bekannte Vorfahr der heutigen Menschen genannt. Er lebte unweit der Akropolis. Ungefähr gleich alt ist ein Zahn derselben Art, den Forscher in Bulgarien gefunden hatten. Grecopithecus freibergi, dieser Menschenaffe vom Balkan, trägt Merkmale von Menschen im Sinne von Hominini. Ja, also das sind alle Urmenschen, alle Menschen und alle Vormenschen. Vor allem die Zähne unterscheiden die Homini von den Affen. Letztere haben auch bei den Vorbackenzähnen zwei oder drei Zahnwurzeln. Bei Menschen und Vormenschen ist es nur eine. Die Forscher hatten die Fossilien in Staubablagerungen gefunden, Staub aus der Sahara. Die älteste Sahara ist damit definiert worden. Ja, bisher wusste man nicht, dass es diese gibt. Und wir können sie datieren, und zwar datieren in Europa, dass sie von 7,4 Millionen Jahren begann zu entwickeln und bei 7,18 Millionen Jahren eine Wüste war. Die sich bildende Wüste Sahara und mit ihr die arabische Wüste, so die Theorie, habe die gemeinsamen Vorfahren von Mensch und Schimpanse voneinander getrennt, sodass ein genetischer Austausch nicht mehr möglich war. Hieße in der Konsequenz, die Vormenschen hätten sich in Europa entwickelt, die Schimpansen in Afrika. Die Vorfahren der Menschen lebten damals in einer Savannenlandschaft. Diese Landschaft hatte also einen sehr, sehr hohen Staubbelastung, 250 Gramm habe ich gesagt. 10 Gramm davon waren allein Kochsalz, also 10 Gramm Kochsalz pro Quadratmeter und Jahr. Das heißt also salzige Böden, was einen hohen Stress auch für die Vegetation bedeutet. Nach diesen neuesten Erkenntnissen haben sich die Linien zwischen Menschen und Schimpansen mehrere hunderttausend Jahre früher voneinander getrennt als bislang angenommen. Die Fossilien des letzten gemeinsamen Vorfahren werden jetzt im Wüstensand des Nahen Ostens oder Nordafrikas vermutet.